Welche sind die beliebtesten Weihnachtsfilme aller Zeiten? Wir haben unsere persönlichen Top 10 für euch. Platz 10 geht an Kevin allein in New York mit Macaulay Culkin. Auf dem 9. Platz landet der Polarexpress, der Film, in dem Tom Hanks fast allen Figuren seine Stimme lieh. Die wunderschönen Sissy-Filme belegen Platz 8. Der Animationsfilm Disney Eine Weihnachtsgeschichte mit Jim Carrey landet auf Platz 7. Rang 6 geht an Die Geister, die ich rief mit Bill Murray. Der süße Ricky Schroeder begeistert schon seit 1980 alle Jahre wieder in Der kleine Lord, deswegen Platz 5. Kevin allein zu Haus darf hier natürlich nicht fehlen. Macaulay Culkin und Co. holen sich den 4. Platz und sind somit bereits zum 2. Mal in der Top 10. Auf dem 3. Platz landet Schöne Bescherung mit Chevy Chase in der Hauptrolle. Tatsächlich Liebe zählt zu den Klassikern unter den Weihnachtsfilmen, ein verdienter 2. Platz. Könnt ihr euch schon denken, welcher Weihnachtsfilm den Sieg holt? Richtig. Platz 1 geht an Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Das Märchen mit der schönen Libuse Savrankova in der Hauptrolle wird jedes Jahr mehrere Male im deutschen Fernsehen gezeigt. Zu Recht.